Eigentlich wollte ich ja den Pausenfüller irgendwo in die Mitte einbauen, aber wenn wir schon mal dabei sind, gucken wir uns hier live einen Angriff vom King Arthur auf die Nummer 2 hier an. Wir sind aktuell hier im Clankrieg 15 gegen 15 oder 15er Clankrieg und es sieht eigentlich ganz gut für uns aus. Wir nehmen den jetzt einfach mal mit rein, quasi als Anfangspausenfüller, und dann geht es danach aber ganz hart in die Dorfbesuche rein. Also zeigt her eure Bases, so heißt die Folge hier. Und ich schaue mir mal wieder so ein paar Bases an. Ich habe nämlich noch so ein paar Sachen offen. Die wollte ich heute noch für euch und mit euch abarbeiten. Und dann haben wir aber hier schon mal unseren ersten Pausenfüller. Ich denke mal, der ist an der Stelle auch mal richtig gelungen. Schönes Ding hier mit Bola-Hexen. Oh, und ich würde mich fast dazu hinreißen lassen, dass das hier 3 Sterne werden könnten. Ja, gucken wir mal. Da hinten, was macht denn da hinten eigentlich der King? Der King quält sich da. Ach nee, das ist die Hexe. Die Hexe macht da den King, das ist ja witzig. Die Hexe packt den King hier ohne Probleme, weil der immer nur auf ein Skelett haut. Das ist ja der Hammer. Ja, cool. Also schönes Ding hier. Ah, jetzt wird es aber schon ein bisschen enger. Was haben wir denn hier unten noch? Hier haben wir auch noch Hexen, Bola. Okay, ja, wären doch keine 3, denke ich mal. Aber richtig stark, 2 Sterne hier. Vermutlich ärgert sich der King Arthur jetzt auch wieder, dass es nur 2 wurden, denn auch der ist sich bei vielen, vielen Bases sehr sicher, aber ich denke mal, die 2 Sterne, die reichen hier vollkommen hier oben und die sind hier solide und stabil. Also, das war unsere erste Pause gleich zu Anfang, ist nicht so tragisch. Ich habe aber schon die erste Tech hier bei mir in der Zwischenablage, und zwar ist das der Solux Fire vom Clan Touchportal, ist ein RH8 und ich habe eben schon nachgeschaut, er ist auch ein aktiver RH7, es ist auch schuldig, ist ein RH7, aber ein aktives RH7, denn hier unten werden die, das ist auch witzig, ne? Da werden die Minen und Sammler von den Riesen zusammengekloppt, also er geht hier wirklich auf Maxed Out RH7 und hat dann sicherlich einen passablen Start zu R8, die Base ist sicherlich in Ordnung, er hat hier nichts zu verlieren, weil die Dinger sind hier eh immer voll, seine Lager, und von den Truppen her sieht das sehr, sehr gut aus für ein RH7, ich denke mal, gucken wir mal, ob das Labor läuft, denn dort können dann nur die Schweinereiter auf 2 laufen, ja super, das sieht richtig gut aus hier, das freut mich, wenn immer schön durchgemaxt wird, und ich guck mal, was ich in meiner Zwischenablage finde. Ich habe also nicht vorher großartig nachgeschaut. Oh, das ist der, ich kann es fast nicht lesen, der Marcel vom Clan Insomina. Ein Rathaus 9, 10er King, 5er Queen, hat noch nicht die Hexen, hat noch nicht den Hund, aber hat schon die Schweinereiter auf 4. Also ich denke mal, ah, der ist auch noch nicht so lange auf Rathaus 9, denke ich mal. Gucken wir mal nach. Ah, die Base sieht aus wie eine 9er Base, aber ohne X-Bogen. Also ein 8-5er hier an der Stelle, und dafür ist das absolut in Ordnung. Die Luftabwehr, ja, ich denke mal, der ist noch wirklich gerade so R9 geworden. Und King geht jetzt schon auf Level 11. Das ist auch wirklich, wirklich super. Und die Minenwerfer hier schön verteilt, die decken hier wirklich alles ab. Also zum Abfarmen hier in der Liga, wo er jetzt auch ist, ist das wunderbar. So stellt man die, und auch die Luftabwehren stehen hier schön zentral, immer gedeckt von einem Magier Tower, und ja, das gefällt mir wirklich gut hier, Fege auch gut positioniert, ich denke mal, die Base wird auch ein bisschen was halten, also noch nicht so lange auf Rathaus 9, denke ich mal, und dann gehen hier sicherlich auch, ah, hier unten sehe ich die Riesen schon an den Lager kloppen, super, super, guter Start hier nach RH9, wunderbar. So, jetzt habe ich den nächsten in der Zwischenablage. Ja, ohne Leerzeichen, hoffe ich. Oh, da ist aber ein Fragezeichen zu viel drin. Okay, das ist der Jack vom Clan Rheingold hier. Er ist auch ein Rathaus Level 9er. Hat aber schon richtig krasse CK-Truppen. 2er Hund, 6er Loon hier, 4er Golem. Ich würde sagen, das ist schon... Ja, mehr geht hier nicht. Der Eilzauber geht jetzt, glaube ich, noch, und... Dann denke ich mal, wird die Base auch genauso aussehen. Ja, habe ich mir gedacht, sieht gut aus. Schön schwarz die Base hier. Und auch
die Helden sind eigentlich in Ordnung. Also ich denke mal, dass er sicherlich hier an den Helden weiterarbeitet. Hier, ah, das ist natürlich auch cool. Die sichern hier gleich zwei Las Luftabwehren ab. Und das ist absolut in Ordnung. Die Base ist eben maxed out, also Mauern noch und noch die Helden ein paar Level. Also sieht wirklich gut aus hier an der Stelle. Und ist sicherlich auch ein aktiver Account, den ich hier erwische. Manchmal erwische ich ja auch welche, die gar nicht mehr aktiv sind, weil die Texte ja schon ein paar Tage älter sind. Und ich habe hier gleich den nächsten drin. Das klappt heute richtig gut. Jawohl, das ist der InStyle vom Clan. Heißt das Pimmelpumpen? Okay, es soll wohl so heißen. 16er King, 21er Queen, super. Rest ist Max Out, das sehe ich auf einen Blick hier. Und ich denke mal, wir sehen auch genauso eine Base hier. Jawohl, die ist richtig schön abgefarmt, aber ich kann euch sagen, die ist Max Out. Und wenn wir mal schauen, im Moment baut hier nichts. Also die ist gerade so frisch abgefarmt. Schade, ich hatte sie mir eben noch angeguckt. Der Angriff kann noch nicht lange her sein. Denn King und Queen wachen ja auch gerade erstmal so auf. Ja, schade. Kann man nichts machen, aber ich zeige euch hier eine Maxed Out abgefarmt RH9 Base. An der Stelle auch mal ganz gerne. So sieht das aus. Aber das habt ihr sicherlich selber schon mal gesehen. Und dann gehen wir hier gleich krass weiter. Der Martin 2.0 aus dem Clan 24-7 CW mit einem Rathaus 10. Oh, 31er Queen, 25er King hier. Truppen, ja, richtig gut hier. Hat auf jeden Fall RH9 schön durchgemaxt. Hexen nicht gemacht, ja. Eine Zeit lang habe ich auch gedacht, ich mache die Hexen nicht. Da waren die nicht so gut. Aber mittlerweile sind die Hexen ja wieder richtig im Kommen. Das heißt also, gerade Bola-Hexenangriffe hier im RH10-Bereich sind richtig gut. Also vielleicht machst du sie doch nochmal jetzt nach. Und dann schauen wir uns auch gleich die Base an. Ist ein 9,5er hier. Also ohne Infernos. Und kloppt jetzt schon die Queen hier auf den nächsten Level. Ja, wunderbar. Also macht auch an der Stelle alles richtig. 240 Truppen. Ja, und der Rest hier geht hier ganz behende voran. Also er bleibt hier, denke ich mal, in seiner 9,5er Range. Ich weiß auch nicht, ob das alle Mauern sind. Das sieht mir irgendwie so klein aus für so eine RH10 Base. Und wenn er aber 9,5er hier spielt, ist das absolut in Ordnung hier. Ich denke mal, hier sind auch die unter Umständen, vermutlich sind die Teslas hier, Max. Also auch ein schöne Base hier, also keine Frage. Und von den Truppen her sowieso, hat er ja schon gesagt, das sieht richtig gut aus, richtig klasse RH10 Account, freut mich. Okay, erste richtige Pause jetzt, den Pausenfüller macht bei uns heute mal der Alpha, der hat nämlich in der Legende einen richtig krassen Fight gefunden, schaut ihn euch an. Als zweiten Pausenfüller kann ich euch heute dieses Dorf hier in der Legende präsentieren. Bei uns der Alpha oder Alpha heißt es, glaube ich, hat diese Base hier gefunden. Und ich habe mal ein bisschen durchgezählt. Er hat ja von jeder Dev so ein bisschen. Er hat hier einen Magierturm, hat eine Luftabwehr, hat immerhin Level 14 Bogenschützentürme. Da hat er ein paar mehr von gebaut und auch ein paar mehr Kanonen. Aber hier oben in der Legende ist so eine Base natürlich, ist der Hammer. Und er hat sogar eine Clanburg drin. Also ist ein aktiver Account hier und baute, glaube ich, auch eine Kaserne auf. Aber richtig schönes Ding hier. Und hier oben in der Legende ist das natürlich für den Alpha hier auch ein, ich nenne es ja mal gerne, gefundenes Fressen. Also wirklich leicht verdiente Pokale, auch wenn er ja richtig viel Armee setzt. Das macht aber nichts. Ich denke mal, er braucht auch nicht mehr viel Ressourcen haben, nämlich keine. Und hockt hier einfach nur in der Legende und macht eigentlich nichts mehr, denn er ist auch Max Out hier bei uns. Und kann hier natürlich seine Helden schonen, die kriegen ja so gut wie nichts ab hier. Die sind noch voll in Heilung, kann er also gleich einen Angriff, sage ich mal, hinterher machen, wenn er die Truppen wieder hat. Also super Ding hier und ich denke mal für unsere Pause genau das Richtige. Also richtig krasse Pokale hier, nämlich 22 Stück für den Alpha hier auf dem Pocket. Also super Ding hier und dann machen wir weiter mit den Besuchen. Ja, schöner Angriff von Alpha und leicht verdiente Legendenpunkte. Wir sind hier wieder zurück in meinem Dorf mit der nächsten Tech hier. Das ist der Mario vom Clan Nonstop. Und er ist ein Rathaus 9er hier, der schon mal, oh, Respekt, auch in der Titan League war, also super hoch schon gespielt hier. Und auch guter Angreifer, denke ich mal, 1040k Sterne, also das Ding hier ist eh
Max-Out RH9, da brauchen wir ja gar nicht großartig reingucken in die Truppen, aber er ist leider abgefahren, kloppt sein Rathaus immer noch nicht hoch, weil er wahrscheinlich die Helden, denke ich mal, macht. Da oben sehen wir auch, wird an der Queen rumgetüftelt und ich denke mal, auch wenn die Base hier abgefarmt ist, das macht ihm nichts. Ähnliche Situation habe ich ja mit dem Avatar auch, als Max-Out und nur noch ein paar Heldenlevel zu machen. So ist das leider dann als End-RH9er, so würde ich es mal sagen. Und ich denke mal, schöne Base, die hat auf jeden Fall gehalten. Denn der Angreifer hat hier das Rathaus stehen lassen. Vielleicht waren es 50%, dass er ein Schild gekriegt hat. Aber sonst denke ich mal, toller Account hier, kann sich sicherlich sehen lassen. Ich hätte fast gesagt, kaufe ich. Nee. So. Ja, Spielerkäufe, das wäre ja auch noch was, ne? Bei Clash of Clans hier. Hier haben wir ein ganz, ganz kleines Dorf vom Luca. Immerhin clanlos und wir gucken ganz schnell rein hier, ob hier was Aktives ist. Nee, hier habe ich einen Inaktiven erwischt. Und in meiner Textdatei, die ich ja hier immer abspiele, beziehungsweise die ich hier immer abarbeite, steht an der Stelle drin, ich möchte jemanden grüßen, nämlich Dennis2.0, hallo. Aus dem Clan Tornado, also ich grüße dich und dem Clan Tornado hier an der Stelle und auch seinen Freund, den Yannick, grüße ich an der Stelle, gar keine Frage. Ich habe es hier, also auch solche Sachen packe ich mir einfach mit in die Textdatei, um sie dann abzuarbeiten. Oh, hier auch der Julian vom Clan Destroyer, ist hier Ältester mit 16er King und 20er Queen und 1100 CK Sterne. Hut ab, Glückwunsch. Ich denke, wir sehen jetzt auch wieder ein abgefarbtes Dorf. Mann, heute habe ich aber Glück. Aber er kloppt die Queen hier hoch. Wunderbar, die geht auf Level 21. Also mach munter so weiter. Ich kann die Base jetzt echt nicht großartig bewerten. Aber ich denke mal hält sie und mal hält sie nicht. Ja, also diese Ringbase im RH9er Bereich, an mir liegen die nicht so richtig. Und aber ich denke mal, er wird hier auch den einen oder anderen Kampf sicherlich gewinnen. Denn er war auch schon höher in der Liga. Wir haben das hier gesehen. Er war schon in der Champions League. Also die 1000 Juwelen hat er sich hier auch abgeholt. Gutes Dorf hier und auch ein aktives Dorf, sonst wäre hier da hinten der Bauarbeiter nicht dabei, beziehungsweise der Bauarbeiter Giant. Und ist schon ein cooles Dorf hier, schöner RH9, keine Frage. Ja, ich habe heute echt Glück mit den Tags hier alle abgefarmt. Oh, das ist hier der, oh, das kann ich gar nicht lesen. Was heißt das? Rixel XXXX von Gnadenlos Loyal. Er ist ja der Leader. Okay, den. Doch, den habe ich schon mal gesehen. Ich denke mal in den Rankings. Und er war auch schon auf 6298. Alter Falter. Das ist natürlich heftig. 1097 CK-Trophäen hier. Und ja. Ich gucke jetzt mal. Ja, da hier gibt es nichts mehr abzugraden, glaube ich. Ne? Hier ist alles maxed. Und ich denke mal. Nichts anderes sehen wir natürlich von der Base hier. Also starke Base hier. Schönes Design, denke ich mal. Und die wird sicherlich auch mal halten, denn wir schauen mal nach. Er hat 4 Defenses gewonnen. Also auch hier oben gewinnt man natürlich mal eine Defense. Und sicherlich hier ein starker Angreifer. Aber leider kann ich echt den Namen nicht so wirklich entziffern. Tut mir leid, wenn du das jetzt hier an der Stelle siehst. Aber wirklich krasses Dorf hier. Schöner Maxed Out RH11 hier. Das freut mich. So, da bin ich mit dem Cursor verrutscht. Wir haben hier den einen Legend, ein Rathaus 7 ist es, glaube ich, oder ist das 6? Ne, das ist 7. Von den Eidgenossen, wir gucken mal rein, ob er gerade so Rathaus Level 7 geworden ist. Ja, das ist noch nicht lange. Und gucken mal, ob er jetzt schon eine Kaserne auf den Drachenstatus hochklopft. Hier ist der am Bogenschützenturm und kasernenmäßig sehe ich noch nichts, was hier auf Drachen geht. Also bau erstmal eine Kaserne, dass du dir die Drachen leisten kannst, beziehungsweise dass du hier die Drachen hast. Und dann auch unbedingt auf 200 Truppen gehen hier. Also Rathaus 7 kriegt ja schon 200 Truppen. Dann mit 10 Drachen, 5 Loons ist das hier eine ganz sichere Kiste im CK hier. Ja, sonst kann ich die Base hier, ja doch, ich kann sie noch ganz gut beurteilen. Er hat hier die Bauhütten in der Mitte, weil da ja die Riesen drin sind. Auch cool in dem Event hier. Hat hier 3 Luftabwehren, die könnten, glaube ich, noch ein Level mehr vertragen jetzt. Und aber hier hinten ist schon die dritte, also er ist noch nicht lange Rathaus Level 7, glaube ich. Und macht hier, denke ich mal, alles richtig. Kleiner Mauermuffel hier, nee, ist er nicht. Auf 7 gehen die. Ah doch, die gehen 2 weiter, die gehen auf 6 auf. Rathaus auf Level 6 und auf 7 gehen sie dann
noch einen höher. Ja, sieht gut aus hier, gefällt mir gut, ist sicherlich auf einem guten Weg und wir gucken uns mal, ja, schade, obwohl, nee, hat er ja noch gar nicht. Oh, ich bin total durcheinander. Ja, also hat er, die Kaserne hat er ja schon raus, das heißt also, dunkle Truppen sind jetzt am Kommen und jetzt heißt es natürlich für ihn hier, sparen auf den King. Das hat er auch bald, also im RH7-Bereich muss ich sagen, ist das wirklich schwer, die ersten 10.000 zu behalten, um dann den King rauszubringen. Also ich finde, teilweise ist das mit das Schwerste im gesamten Spiel, sich darüber zu quälen. Denn jeden dunklen Tropfen, den du da ja verlierst, der tut dir richtig weh. Und last but not least haben wir hier, oh, wie heißt das? Darealnetzer. Vom Clan Gruff, die Spione. Okay, ein Rathaus Elver hier an der Stelle. Und auch, oh, starke Truppen hier. Hier fehlt auch nicht mehr viel. Helden sehen sehr, sehr gut aus. Und schauen wir uns mal die Base an. Oh, die ist auch schon stark ausgemaxt. Der König geht hier schon ein Level hoch, also wunderbar. Ich denke mal auch an der Stelle alles richtig gemacht. Mal gucken, ob hier jetzt schon die ersten Sachen auf 15. Ja, die sind schon alle auf 15 hier. Da haben die so eine komische Holzumrandung, also ich mache die nicht so gern leiden, muss ich sagen. Aber hier geht noch eine Kanone hoch, also hier geht richtig was in der Base. Ist also wirklich ein stark aktiver Char hier. Und auch, denke ich mal, ja, CK-Sterne ist auch in Ordnung, wenn man noch nicht so lange und so oft CK spielt. Irgendwann hast du ja auch mal eine lange Pausenphase, wenn du die Helden machst. Und sieht wirklich krass aus hier. Also, schönes Dorf hier. In meiner Datei war das letzte Dorf. Also, wenn ich jemanden vergessen habe, unter dieses Video könnt ihr mir eure Tags wieder packen. Und dann machen wir sicherlich weitere Besuche. Den letzten Pausenfüller mache ich heute selber mit einem Farmangriff. Da suche ich erstmal gerade einen Gegner. Bis gleich. Ja, nach so ein bisschen Rumgesuche bin ich doch fündig geworden. Stunden später hat es nämlich gedauert. Ich habe hier also richtig viele Sachen stundenlang gemacht. Und ich denke, diesen hier nehmen wir mal mit. Wir müssen nur mal gerade den Start finden hier. Ich denke mal, wir checken den mal von hier unten aus an. So, die Heiler hier mal gesetzt. Und jetzt können die Riesen in ihre Hütten fliehen. Das ist ja auch echt witzig. Echt witzig hier. Ich hoffe, euch hat die Folge auf jeden Fall gefallen. Hier mit den restlichen Dorfbesuchen, die ich gemacht habe. Und wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich ja schon fast wieder zu Hause. Das heißt also, ich bin ja nur eine Woche weg letztendlich. Und ja, weiß noch nicht, ob ich jetzt am Samstag mit euch streamen oder nicht streamen soll. Ich habe noch keine Ahnung. Ihr könnt mir das vielleicht in die Kommentare schreiben, dann lese ich die noch rechtzeitig und kann mich vielleicht kurzfristig dann noch dazu entscheiden, ja, ich mache doch einen oder nein, ich mache noch ein bisschen Pause und dann machen wir einen die Woche danach. Also, wie ihr das gerne wollt, wenn ihr Lust habt, dann kommt bei mir sicherlich auch die Lust irgendwie zustande. Müssen wir einfach mal gucken und dann werden wir uns sicherlich einig. Oh, da kommt die Clanburg. Oh, das sind Riesen. Die können auch böse sein. Ja, und deswegen denke ich mal, hau hier jetzt auch schon mal einen Wut rein. Weil die doch, wenn die ein, zwei, dreimal zuschlagen, ganz, ganz feste, oh, die sind auch nicht mehr ganz im Gift, aber so passt das. So passt das. Und dann ziehen wir hier jetzt mal unsere restlichen Truppen rein. Die Riesen, die Bowler. Wo sind die Bowler? Da sind die Bowler. Und hier habe ich auch ein paar Mauerbrecher. So, meine Queen ist schon mal hin, das ist ja super. Dann ziehen wir hier mal einen Sprung rein und ich denke mal, ich kann hier wieder die Walküren schicken. Oh nee, jetzt wo rennen die denn hin? Wo rennen denn hier die Walküren hin? Ah, jetzt nehmen die natürlich einen ganz blöden Weg. Naja gut, da muss ich jetzt mit leben. Und wieso springt hier immer noch keiner über meinen Sprung? Ah, jetzt ist der Inferno hier endlich weg. Okay, dann gucken wir mal, dass die vielleicht noch mal hier rüber jumpen, wäre ja noch ganz schön, die Bowler da hinten. Und dann friese ich hier hinten noch mal. Oh, der Angriff war jetzt nicht so schick. Aber wir haben ein paar Ressourcen mitgenommen. Haben hier einen Stern, denke ich mal. Ich denke mal, es bleibt bei einem Stern hier hinten. Holen wir mal noch den Riesen aus der Bauhütte raus. Und dann haben wir hier unseren dritten Pausenfüller, also unseren letzten Pausenfüller für diese Folge auch gemacht. Ah, da gehen noch die Riesen mit dem King. Mal gucken, ob die noch ein bisschen was reißen, aber ich denke mal, an Ressourcen reißen die nichts mehr und die haben auch keinen Bock zum Rathaus zu gehen. Okay, schade auch. Naja, kann man nichts machen. Ist halt auch nur
ein Angriff und ein Spiel. Dann schließe ich den hier auch ab. Und ja, sah ja ganz gut aus. Okay, ich baue die gleiche Truppe jetzt nochmal eben nach. Und dann denke ich mal, ja, ihr könnt das entscheiden. Sehen wir uns morgen nicht. Also für euch ist morgen nächsten Samstag für mich. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mal am Ende einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns sicherlich in den nächsten Besuchen. Ich bei euch im Clan, im Stream. Wir sehen uns auf jeden Fall. Euer Toto. Der Stimme.